Fachinformatiker, so heißt der Beruf. Die Fachrichtung macht den Unterschied. Anwendungsentwicklung oder Systemintegration. Was ist das genau? Hallo, mein Name ist Sebastian Jurczak. Ich bin 27 Jahre alt, bin Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration. Hallo, ich bin Jenny, 21 Jahre alt, mache eine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung. Möchte dir gerne zeigen, was ich so den ganzen Tag mache. Und das kann sehr anspruchsvoll sein. Ja. Hallo. Jenny, grüß dich. Na, geht's dir gut? Ja, auch. Nimm mal Platz. Dankeschön. Ich habe hier gerade ein ganz dringendes Thema. Wir haben ja in der Abteilung noch den Helpdesk, wie du weißt. Und die haben eine ganz große Kerngeschichte, die sie eigentlich immer bearbeiten. Und das sind die dir auch bekannten Beschaffungsanträge. Ja. Ich habe so die Vision dabei, dass wir ein System auf einer Webschnittstelle hätten. Hm? Also was Interaktives dann. Dass nur das kommt, was auch wirklich wichtig ist. Kleiner Einstieg. Daraus ergeben sich jetzt natürlich gewisse Anforderungen. Dazu gehören dann Delegieren und neuen Antrag erstellen. Genehmigen, ablehnen. Und wer kümmert sich um die Hardware? Ich würde das entsprechend bei der Europe einkippen und das entsprechend alles autorisieren. Alles klar. Prima. Super. Ich danke dir. Ein klarer Auftrag für Jenny. Das heißt auch eine Menge Verantwortung. Anwendung entwickeln heißt nicht nur vor dem PC sitzen, sondern auch, sein Programm zu verkaufen, in Meetings zu gehen und zu kommunizieren. Jenny entwickelt also Software oder passt sie an. Sebastian hat mehr mit der Hardware zu tun. Aufbau, Betrieb und Service. Sebastian, kommst du mal bitte? Ja. Herr Rickert hat mich eben angerufen. Geht um eine Serveraufsetzung. Details weiß ich selbst noch nicht. Setz dich bitte mit Jenny in Verbindung. Dann rufe ich sie an. Genau. Hallo. Hey Malte, hast du einen kurzen Moment? Na klar. Ich wollte anfangen mit Spring zu arbeiten. Hast du da irgendwie Tutorials oder eine Anleitung für mich, wie ich es einrichte? Ja klar, wollen wir kurz? Ja. Auf der Seite steht eigentlich alles relativ gut erklärt. Beispiel und so. Schönes Hello World Beispiel. Ja, dann finde ich das ja alles und wenn nicht, dann komme ich mal auf dich zu. Als Mentor kümmert man sich hauptsächlich darum, dass die Azubis weiterkommen in ihrer Ausbildung, dass sie einen Ansprechpartner für ihre Fragen haben und dass man auch selber mal auf die Azubis zugeht und schaut, wie sie in ihren Projekten vorankommen. Informatiker beider Fachrichtungen arbeiten sehr eng zusammen. Klar, Hardware braucht Software und umgekehrt. Hemmsloh, grüß die Gruppe, Jurczak, schönen guten Tag. Du, ich habe ein Projekt bekommen und brauche dafür einen Server, und zwar einen Tomcat-Server. Na klar, welches Betriebssystem bräuchtest du denn? Linux. Okay, wunderbar, dann rechne das fertig und dann sage ich Bescheid, wenn der läuft. Ja, okay, danke schön, tschüss. So ein Serveraufbau ist die typische Aufgabe für einen Systemintegrator. Was da genau geschieht, seht ihr nachher im Rechenzentrum. Jenny geht sofort an die Arbeit und dafür braucht sie einen Plan. Mein jetziges Projekt werde ich in Java schreiben. Ich hatte die Wahl zwischen PHP und Java. Da Java aber die Haussprache ist, habe ich mich dafür entschieden. Das ist die Grundlage, sag ich mal auf. Das sind die ganzen Projektanforderungen, Workflow und ein Klassendiagramm. Programmieren findet eigentlich nicht direkt in der Entwicklungsumgebung statt, sondern eigentlich mehr im Kopf. Nicht nur einfach am PC sitzen und ein paar Zeilen Code reinzuschreiben, sondern auch sich vorher einen Plan zu machen, was man da eigentlich schreiben möchte. Kopfarbeit oder Handarbeit? Ganz so einfach ist es nicht. Systemintegratoren sind keine reinen Schrauber. Informatiker sind extrem gefragt. Ohne sie geht in einem modernen Unternehmen nichts mehr. Sebastian, brauchst du da Hilfe? Hey, bleibt alles wunderbar, schnelle Idee. Systemintegratoren planen und bauen die Systeme, die die Anwendungsentwickler für ihre Software brauchen. Okay, jetzt müssen wir ja nur noch zu Ende verkabeln. Ja. Sebastian benutzt Software, aber er programmiert sie nicht. Das war die Hardware, jetzt kommt die Software. Da spielen wir ein Linux-System drauf, damit Jenny mit ihrem Server arbeiten kann. Sein Job ist es, die richtige Hardware auszusuchen, sie aufzubauen und natürlich am Laufen zu halten. So, die Installation läuft. Jetzt müssen wir noch warten, bis sie fertig ist und dann kann Jenny loslegen mit ihrem Server. Über die Arbeit vergisst Jenny gern mal die wichtigen Dinge. Hey, kommst du mit zum Mittag? Ja, Moment. Jenny und Sebastian lernen bei der Hermes-Gruppe, einem der ganz großen Logistikunternehmen in Deutschland. Bei über 340 Millionen Sendungen im Jahr geht nichts ohne perfekte IT. Jenny, du hast ein neues Projekt, habe ich gehört. Mein erstes großes. Was machst du da genau? Ich entwickle ein Programm, was den Bestellprozess hier bei Hermes optimieren soll. Und machst du das Projekt alleine? Die Planung und das Programmieren und so mache ich alles alleine. Bei den Fragen kann ich Henrike fragen. Eingerichtet hat mir das alles Sebastian, mein Server und so, weil es ist halt nicht so meine Aufgabengebiet. Cool. Zurück in Sebastians Büro. Zeit, um zu schauen, ob seine Installation auch richtig läuft. Mal gucken, was der Server für Jenny macht. Jetzt logge ich mal auf den ein. Die Speicherauslastung, nee, das ist alles in Ordnung. Von den Diagrammen her, nö, da läuft super. Sebastian? Ja. Ihr seid doch morgen in Hannover, ne? Ja. Könntest du bitte nochmal darauf achten, dass ihr euch ganz besonders die Tore 13 bis 28 anguckt? 13 bis 28, na klar.
Langenhagen bei Hannover. Hier ist eine der fünf riesigen Verteilerstationen, Hubs genannt. Hier wird alles mit Hilfe von Rechnern gesteuert. Sebastian soll mit den Kollegen Fehlerquellen finden und abschalten. Alles schon abgekippt, haben wir eigentlich weniger Probleme als mit der Tor-Kontrolle. Ja. Millionen Pakete werden erfasst, transportiert und auf ihrem Weg kontrolliert. Jede Sendung ist ein Vorgang, der nur ein Ziel kennt, einen zufriedenen Empfänger. Jenny hat einen anderen Brocken vor sich. Sie muss ihr Programm vor großer Runde vorstellen. Schönen guten Tag. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Mein Name ist Jenny Goldbach. Ich bin auszubildende Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung in der Hermes-Zentrale. Ich möchte Ihnen heute mein Programm vorstellen, was ich im Rahmen eines Azubi-Projektes erstellt habe. Ist es denn ausschließlich ein Azubi-Projekt oder hat es wirklich richtige Auswirkungen auf das komplette Unternehmen? Also es ist vorgesehen, dass dieses Programm auch in Zukunft produktiv bei der Hermes eingesetzt werden soll. Ich würde Ihnen erstmal die Aufgaben vorstellen, die Funktion, die dieses Programm hat und wie es nachher eingesetzt werden soll. Es gibt ein Problem. Jenny, die Hermes Europe. Hi Ben, Sebastian hier. Sag mal, welche Tore waren denn das nochmal? Ich bin jetzt hier im Nordhub in Hannover. Hab ich dir doch gestern gesagt, 13 bis 28. Ja, hier gibt es nur 156 bis 131. Das Programm ist über das Internet aufrufbar. Dort können Sie neue Anträge stellen, diese verwalten, nochmal nachschauen, bearbeiten, genehmigen lassen, ablehnen lassen. Jennys Vortrag ist lang, ausführlich und sehr anstrengend. Bei welchen Toren gibt es die meisten Probleme? Sebastian lässt sich die Probleme mit der Torsteuerung genau erklären. Auf der anderen Seite, hier. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die jetzt gerne. Ihren Vortrag hat Jenny gut abgeliefert. Softwareentwicklung findet eben nicht nur am Rechner statt. Es war meine erste große Präsentation. War ganz schön anstrengend, ich war ganz schön aufgeregt. Aber es gehört eben dazu. Man muss ein Projekt ja auch verkaufen können. Und halt an den Tor-Displays haben wir halt das Problem, dass wir den nicht runterfahren können. Sind dann tagtäglich alle Monitore in Betrieb? Gibt es irgendwelche Ausfälle oder ähnliches? Also sind eigentlich alle 24 Stunden in Betrieb. Ich kann natürlich einmal kurz gucken gehen und testen, ob das irgendwie von hier aus zu machen ist. Sebastians Aufgabe zeigt gut, wie weit IT in die Unternehmen vorgedrungen ist. Hier ist jedes Tor mit einem Rechner verbunden und wird bundesweit zentral gesteuert. Nee, also für mich nicht machbar von hier aus. Das ist natürlich so. Wie gesagt, ich schreibe es wieder mit auf, gebe es wieder weiter an die Kollegen. Ich hoffe mal, dass die für euch dann die Software fertig machen, damit ihr das dann einfach von hier aus steuern könnt, einrichten könnt, damit das dann wieder läuft. Ja. Ob Anwendungsentwickler oder Systemintegrator, nur am Rechner hocken ist für keinen mehr drin.